Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen From the Tech Desk Video. Wieder mit Marcel. Grüß dich, mein Lieber. Und heute zum Thema Blade 230S und das Ganze nach dem Intro. Auf geht's. Ihr habt sicher gesehen, dass der Blade 230S vor kurzem geupdatet wurde. Vorher gab es die Version mit Spektrum AR636 Empfänger und jetzt gibt es den mit Smart Telemetrie und dem Spektrum 6250 Flight Controller. Und der bietet den Vorteil, dass das ganze Gerät jetzt von eurer Spektrum-Fernsteuerung per Forward Programming einzustellen ist und man ihn auch darüber kalibrieren kann. Und darauf wollen wir heute ein wenig eingehen. Marcel. Genau, also wir bekommen relativ viele Anfragen, wo es dann heißt, der steht nicht sauber in der Luft, der driftet nach links, der driftet nach rechts, sollen wir den einschicken, ist da irgendwas kaputt? Ist aber gar nicht das Problem, weil wir können diesen Sensor kalibrieren und das müsst ihr halt immer genau dann machen, wenn der zur Seite abdriftet oder nach vorne, und wie das geht, das zeigen wir euch heute mal. So, und um in das Forward Programming oder wie das im Deutschen heißt, Vorwärtsprogrammierung, zu kommen, gehen wir in die Funktionsliste, wählen das hier aus, Forward Programming. Dann sind wir schon im Hauptmenü. Unten sieht man auch, ich halte das mal so ein bisschen dichter ran, was da für eine Version drauf ist. Und um den Sensor zu kalibrieren, gehen wir auf System Setup, auf Calibrate Sensor. Und da müssen wir noch auf Beginn. Ganz wichtig, dass wir während der Sensor kalibriert den Hubschrauber nicht bewegen. Das seht ihr daran, dass dann an dem Flight Controller immer eine rote LED aufleuchtet. Das bedeutet dann, dass er entweder nicht richtig gerade steht oder beziehungsweise zu schief oder dass der bewegt ist. So, wir gehen jetzt hier mal rauf. So, jetzt ist er fertig mit Piepen. Hat komplett kalibriert, die LED leuchtet jetzt blau und er zeigt hier auch an Complete, und dann können wir wieder rausgehen. So, und damit sollte der Heli dann auch jetzt gerade in der Luft stehen. Ja, wunderbar, Marcel, das ging ja richtig schnell, und dadurch verhindere ich jetzt, dass der Heli nicht aus der Nulllage wegdriftet in der Luft. Genau. Was durchaus passieren kann. Ja. Und dazu muss der Heli gerade stehen und am besten an der Heckfinne unten am Boden. Genau, so ein bisschen festhalten werden. Okay, darf sich nicht bewegen. Wichtig ist, dass der natürlich, wenn der Heli jetzt, ich sag mal, ihr stellt den hin und der geht euch bei Wind so ein bisschen weg, da hilft das auch nicht, sondern das ist im Prinzip unter idealen Bedingungen, würde der Heli still stehen, und wenn er jetzt zum Beispiel so immer zur Seite weggeht, dann hilft die Kalibrierung. Ganz wichtig, wer sich wundert, was ist hier los, wenn ihr am Heli was programmiert oder schraubt, immer die Rotorblätter ab, ist für die eigenen Finger und Arme und so weiter deutlich besser. Cool, dann hat uns das ja schon mal weitergeholfen. Ich denke. Ich hoffe euch auch, und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir gehen, was sagt ihr denn das hier? Was? Was soll uns das sagen? Abonnieren. Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich nicht, wenn wir das nächste Mal ein Video raushauen. Was? Ja! Gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lass es eben nochmal.